Ja, auch wir haben heute den Sturm mitbekommen. Allerdings ist daraus ein Schneesturm geworden. Es fing gestern Abend um 20 Uhr an zu schneien. Es sind aktuell 17 cm Schnee schon gefallen. Und es soll heute bis heute Abend um 22 Uhr weiter schneien. Es hat den zweiten Tag permanent weiter geschneit und auch den dritten Tag. Ja, nachdem Anfang der Woche noch die Sonne so schön schien und unsere Schlange, unsere Hausschlange noch mal draußen war und die Eichhörnchen hier viel rumliefen, ist jetzt seit 3 Tagen Dauerschneefall, wieder Winter Wonderland. Thank you.
Nachdem es jetzt 3 Tage durchgeschneit hatte, war es gestern schon um die 9 Grad. Es hat relativ stark getaut. Heute ist auch wieder herrlicher Sonnenschein und ein Großteil des Schnees ist weg. Allerdings waren wir natürlich jetzt 3 Tage lang damit beschäftigt, Schnee zu räumen, um halbwegs hier uns bewegen zu können. Ja, durch den extremen Schneefall sind natürlich auch unsere Holzarbeiten eingestellt gewesen. Der Schnee war extrem nass und ich habe jetzt innen drinne mit Moni soweit alles weggemacht und wir haben jetzt hier an der einen Ecke auf unserem Grundstück noch was liegen. Das wollte ich auch ganz gerne noch wegmachen. Ich versuche heute mal das alles rauszubekommen aus dem Schnee. Ich drehe gleich mal die Kamera um und zeige euch mal, wie das aussieht. So, hier liegt noch unter dem Schnee begraben bis hinten zu dem Komposthaufen eine Menge Holz, das wir eigentlich noch als Brennholz nutzen wollten. Und da werde ich jetzt mal versuchen, was ich hier lösen kann und ob ich das dann rausgezogen kriege.
Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch wenn hauptsächlich das Thema Schnee war, es war ja auch ziemlich heftig mit den 3 Tagen Dauerschneefall. An einigen Orten sind ja auch 50, 60 cm über Nacht gefallen. Das konnte man hier schlecht messen, keine Ahnung, wie viel es wirklich war. Die nächsten Videos werden wieder im 2 Wochen Abstand kommen, bis in den Mai hinein. Und dann sind wir wieder länger hier und dann gibt es ein paar Bauprojekte, da wir den ersten Anbau jetzt zum Badezimmer umbauen wollen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und wir sehen uns. Schöne Grüße aus dem schwedischen Wald.